Jo Leute, was geht? Ich bin's, eure Melina. Ich bin's, euer Luca. Wir sind gerade am Dreh vom Musikvideo für Immer wir zwei und ja, was haben wir gerade hier gemacht? Ein paar Fotos gemacht und ja. Ja, und haben Steine ins Wasser geworfen, also ich habe weiter geworfen als Luca, ist ja auch klar. Ja, stimmt nicht. Doch. Im Musikvideo geht es darum, dass zwei ältere Leute, die ein Paar sind und es früher schon war, Bilder von sich früher anschauen. Also man schaut sich halt die Bilder an und denkt man halt zurück an die Zeit und wie alles passiert ist und an Erinnerungen. Luca, glaubst du an die Liebe für immer? Also schon möglich, aber bei mir nicht. Ich brauche Abwechslung. Oha. Und bei dir? Nee, also wenn es der Richtige ist, dann natürlich. Ich bin nicht so. So kein Bock, so 20, 80 Jahre oder so. Ich fühle mich mit der gleichen Person. Also man braucht Freiraum. Ich würde ihn nicht als Freund nehmen, an alle da draußen. Er muss sucht euch jemand Besseres. Ja, tausend andere. Ihr habt ihn nicht verdient, er ist... Zu gut. Ja. Hat er so ja gesagt? Nein. Und du glaubst auch daran, oder was? Ja, wenn es der Richtige ist, natürlich. Hä? Also, hab doch keinen Bock, so 20 Jahre oder 80 Jahre. Ja, deswegen wirst du auch niemals jemanden finden. Ja, kein Bock darauf, so. Ich brauch Freiraum. Er ist einfach... Party, Disco. Nee. Er wird für immer Single bleiben. So Leute, also wir sind gerade hier im Auto, weil wir zum nächsten Drehort fahren. Und ich weiß, es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber so sieht es immer aus bei VDSCS-Drehs. Und zwar fahren wir jetzt zum Flughafen, weil wir drehen jetzt eine Szene, wo ich und Luca verreisen. Und ja, Luca, wo würdest du gerne hinreisen? Ich würde so nach Dubai oder so. Und du? Ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, in die Türkei oder so. Du warst auch schon ja, auf Türkei. Ja, ich weiß. Spanien, so. Ist interessant. Ja, sorry. Luca, wie oft bist du schon geflogen und wohin bist du geflogen? Also locker schon 20 bis 30 Mal. Also immer in die Türkei. Also du warst schon 30 Mal in der Türkei? Ja, sozusagen schon, ja. Und du? Ja, ich war jetzt noch nicht 20 bis 30 Mal im Urlaub. Und weil ich lebe ja erst 14 Jahre. Und deswegen war ich noch nicht so oft im Urlaub. Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Keine Ahnung, 10 Mal oder mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch meistens in die Türkei, einmal nach Ägypten und nach Ibiza, glaube ich. Und Malle? Nein, das nicht. Da war ich schon mal, auf dem Ballermann. Bist du da hingeflogen? Nee, hingegangen. Okay. Nein, natürlich hingeflogen. Ja, aber du meintest, du bist nur in die Türkei geflogen. Ja, aber auch einmal mit dem Schiff oder so oder mit dem Flugzeug. Okay, sorry, hättest du mir auch sagen können. Also Leute, jetzt sind wir gleich beim Flughafen. Wir sehen uns dort. Bis gleich. Ciao. So Leute, also wir waren gerade im Flughafen und wir haben gedreht, wie ich so auf dem Gepäckträger oder was auch immer, das war so ein Wagen halt, mit unseren Sachen drauf saß, mit unserem Koffer und dem Rucksack und wie er mich dann durch den Flughafen geschoben hat darauf und dann noch, wie wir auf so Bänken saßen und ich dann auf seinen Schoß eingeschlafen bin, wo wir auf das Flugzeug gewartet haben und so halt. Also Leute, das Essen beim Flughafen hat uns nicht gereicht, deswegen gehen wir jetzt nochmal Döner essen, weil wir haben noch sehr großen Hunger, weil wir haben ja auch noch viel vor uns und so mit den Videos drehen und so, deswegen. Luca, was hast du dir zum Essen bestellt? Döner. Ja, und du? Was ist auf deinem Döner so drauf? Was soll da draußen ein Döner? Also mit allem. Ja, und du? Ja, also ich esse auch einen Döner. Mit allem außer Tomaten und wenig Kraut. Also Leute, wir sind jetzt hier in München. Wir sind gerade beim Marienplatz. Stachus. Was? Stachus sind wir. Achso, ja, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut aus. Und ja, genau, jetzt drehen wir hier noch ein paar Szenen und so. Und ja. Ich zeig dir hier die Stadt. Also Luca, bist du hier so oft hier so unterwegs? Ja, das ist meine Gegend. Deine Gegend? Und... Kaufst du hier, also gehst du hier oft shoppen und so? Ja, ab und zu. Wo gehst du dann so immer, in welchen Laden gehst du halt? Wenn so Sneaker-Stores. Also Luca, bis jetzt hast du dir ja noch kein Girl geklärt, was ich eigentlich dachte, dass du es machst. Aber hast du hier schon mal eins geklärt? Viele. Ja, würde ich jetzt auch an deiner Stelle sagen, aber naja. Also hier auf der Straße hast du irgendjemanden mal angesprochen und hast jemanden geklärt? Viele. Ja, hast du? Ja, viele. Und wie hast du es gemacht? Angesprochen. Also hier auf der Straße, du hast jemanden gesehen und hast sie angesprochen. Mit was hast du sie so angesprochen? Als ob ich meine Taktik sage. Also Leute, jetzt sind wir hier am Marienplatz. Also hier ist ja immer das berühmte Glockenspiel oben. Und das Rathaus, also ich finde, es sieht sehr groß und sieht auch sehr gut aus. Warst du da schon mal drin? Nein, ich war da nicht drin.
Aber ich glaube, das kommt bei den Mädchen ganz gut an, dass du ein bisschen Ahnung dann auch hast von Kultur und so. Ja, interessiert mich nicht, ehrlich. Ja. Du hast ja deine Taktik, aber würdest du mit ihr in ein Museum gehen? Nö. Ja. Okay, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ja, er hat ja seine Taktik, Leute, aber er will sie uns nicht verraten. Das ist auch ein sehr besonderer Platz für mich und Luca, weil hier haben wir uns das erste Mal so richtig privat getroffen und ja, kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich habe darüber einen Song gemacht. Ich wusste nicht, dass unser Weg uns zueinander führt. Du warst bei mir in München. Ja, das stimmt. Und auch da oben sind wir dann zum Bubble Tea gegangen, der wohl nicht so gut war. Weißt noch, wie schlecht dieser Bubble Tea war? Ohne Bubbles. Ja. Das war nicht so lecker. Ja, genau. Wir sind jetzt hier in der Maximilianstraße. Das ist die teuerste Straße in ganz München. Hier stehen richtige krasse Autos, zum Beispiel Bugattis, Lamborghinis. Oder hier gibt es auch richtig krasse Stores, zum Beispiel Louis Vuitton, Gucci und so weiter. Die Skylight in den Wolken wird ein Schatten auf die Stadt. Bis es klappt, nehm ich meinen Kopf und ramm ihn durch die Wand. Wenn sie sagen, dieser Junge hat mehr Glück als Verstand, nehm ich alle meine Ängste und